Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Hardcore Smaragd. So. Du. Es ist, so geht es nicht weiter, das wohl. Ah ja. Könnte mich Fahrrad fahren. Der Mimikry-Zirkel wurde von Leuten gegründet, die Mimikry lieben. Der Kampf wird sobald wir aufeinandertreffen. Oh Gott. Ninjas. Ja. Wolona, ich bitten darf, Flammenwurf. So. Maskregen. Ist ja von Typ Flug. Flugkäfer, also ist kein Problem. Wenn es Wasserkäfer wäre, was bei dem Pokémon ich mir auch eigentlich vorher vorstellen können, wäre das schon ein Problem, aber so. No Problem. Level 41 für Lamos inzwischen schon. Ledian. Flammenwurf. Und Scaraborn. Egal. Dodri hat ja noch Schnabel als Zugattacke, aber das ändert sich auch bald. Zum Glück. Und Level 42 für Rolona. Ich gebe auf. Ja, ist auch besser für dich. Oh, Bibor. Hi. Sag mal, du kriegst aber schon eine gute Menge Erfahrungspunkte, oder? Ja, vielleicht. Du triffst quasi, wenn Käfer-Pokémon leisten dir Gesellschaft. Wumpel, yeah. Flammenwurf. Tschüss. Schaluko. Ja, der hat die Papinella-Entwicklung. Da kommt auch Papinella. Flammenwurf. So besiegt. Ich wünschte, wir hätten uns nie getroffen. Das kann ich für jetzt verstehen. Farbigel, okay. Superschutz gefunden. Du weißt nicht, wer ich bin, stimmt's? Aber ich kenne dich auch nicht. Lass uns kämpfen. So. Wohl Beet. Flammenwurf. Ilmisee, komm, dann wechsle ich jetzt mal zu Dodri. Das kann dann ein bisschen besser reinkommen mit seinem Schnabel. Nicht besser, aber Schnabel hat es noch ein bisschen öfters. Aber den Level dieser Pokémon sollte Schnabel auch ausreichen. Da fährt er ja immerhin 6 Pokémon. Na komm. Smetbow, oh ja, Smetbow ist cool. Aber du musst leider sterben. Tut mir leid. Snapbo. Ach ja. Level 42 für Lamos. Purlock sind wahrscheinlich noch ein paar mehr da. Yes. Okay. Du bist ganz schön stark. Yo. Yo, yo, yo. Oh, hi, Papinella. Flammenwurf. So. Farbigel. Wir sehen. Wir gehören zum Mimikry-Zirkel. Wir ahnen nach, was du machst. Okay. Maskeregen. Das bedroht mich. Oh mein Gott. Flammenwurf. Upsi, ich hab verloren.
Ja, das hast du. Oh, dieses Farbigel nervt. Hyperdrang. Hey, geschafft. Du hast mich gefunden. Oder wolltest du mir ausweichen? Nö, ich wollte dich endlich finden. Wegen der Erfahrungspunkte und so. Oh, Mord. Flammenwurf. Injas, wir wechseln jetzt mal wieder zu Dodri. Wegen Flammenwurf ist gleich alle und so. Schlitzer. Ja, wir haben den Schnabel, der reicht aus. Wunderbar. Das ist halt für eine neue Flugattacke. Sichlor. Okay, da reicht das wahrscheinlich nicht aus. Nee. Okay. Tschüss. Adiados. Da reicht Schnabel vielleicht aus. Okay, Leute. Sorry. Das war nicht so schön. Ja, komm. Stirb. Besiegt. Hui, was für ein großartiger Kampf. Oh Gott. So, du noch. Trittst du einen Schritt vor, treten wir auch einen Schritt vor. Trittst du dich nach rechts, treten wir uns auch nach rechts. Okay, du hast ein Problem, Junge. Hi, Wompel. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Nekon, ja, jetzt ist nochmal Pupita Eck. Steigertacken sind ja auch sehr kreativ bei Käfer-Pokémon. So. Level 43 für Lamos. Und jetzt kommt Pudox. Steinhagel. Jetzt überlebt das auch noch. Da kommt Beiß tot. Ess den Käfer auf. Schmeckt er so toll. Aber wenn du gewinnst, verliere ich. Das hast du gut erkannt. Okay. Ich weiß nicht, wie lang der Part jetzt schon wieder ist. Ich denke mal noch nicht so lang. Oh, hier gibt es Grund hier. Hi. Jetzt machst du auch Ausdauer. Das ist so perfekt gerade. Ich fange es einfach mal. Hi. Dass er Blut vor Energie strotzt, kann es nicht still sitzen. Den ganzen Tag rennt es über Felder und Berge, um sich abzuregen. Steckt das Fehl, kann es nicht schlafen. Oh. Okay, abgelegt. Sehr schön. Okay. Jetzt wüsste ich doch gerne, wie lange dieser Part schon ist. Das würde mich jetzt interessieren. Na gut. Gehen wir hier wieder rein. Heilen uns. Und wieder zurück. Gibt es hier auch, okay. Eradox auf einem sehr hohen Level. Auch interessant. Immer noch hier rein. Hi. Es ist eine Höhle geben, die Urzeithöhle. Manche erzählen sich, dass dort die Geister der Pokémon wieder zu Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Wer weiß. Wer weiß. Ich nehme jetzt da muss man den EP-Teiler weg. Das ist jetzt ganz gut, ja, so. Es ist so ein Team drin. Ja. Kann ich irgendwas anderes geben? Nein, kann ich nicht. Eine Beere. Dressurbeere, oder wie man das ausspricht. So.
Ich weiß nicht, ob der Part jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz ist, aber ich werde hier den Part und auch die Aufnahme beenden, da ich mir jetzt gerade so überlegt habe, dass ich hier in dieser Wiese, weil so viele Käfer-Pokémon sind, ein bisschen trainieren werde. Vor allem Volona, Dotri und Pupita, die hier sehr kreativ gegen Käfer-Pokémon sind. Und dann mal sehen, wie stark ich selbst trainiere. Die anderen werde ich natürlich auch noch ein bisschen trainieren. Ich würde so, wenn mein Team so in etwa gegen Level 50 zeigen, wenn ich fertig bin. Also alle so gut 10 Level trainieren. Na gut, Carpets ist schon fast Level 50. Aber die anderen so ein bisschen. Da die nächste Arena wieder ziemlich hart wird. Ja. Ich speichere jetzt auch nochmal. Das könnt ihr mitsehen. Das spare ich euch nicht. Ich speichere sogar nochmal, weil ich so gemein bin. Ja, ich bin so unglaublich gemein. Ich weiß. Huah, ha. Nein, lass mir den Scheiß und ich beende die Aufnahme und ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch mit diesem Part, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu kurz ist. Ich hoffe mal nicht. Naja, gut. Dann schaut, bis zum nächsten Mal.